Mein Thunfischsalat zum lustigen Italiano für die Low Carb und Keto Ernährung. Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mache heute für Sie meinen Thunfischsalat zum lustigen Italiano mit Nudeln, aber für die Low Carb und Keto Ernährung geeignet. Dieses Mal wieder von Benfit. Die Nudeln haben wir in einem meiner vorherigen Videos eben den Sauce Bolognese Test gehabt mit 7,1 Gramm Kohlenhydrate auf 50 Gramm als eine Portion zum Beispiel. Passt noch, geht noch, kann man ketogen noch verantworten. Gut, dann fangen wir gleich an. Bis gleich. So, und dann fangen wir auch schon an mit meinem Thunfischsalat. Lustiger Italiano. In dem Fall mit Nudeln für die Low Carb und Keto Küche geeignet von Benfit. Das sind, ich glaube, es heißen Fusilli. So. Da brauchen wir ungefähr 100 Gramm. Die habe ich natürlich schon gekocht. Braucht man nicht zeigen, immer auch nicht das Schneiden des Gemüses. Kennt ja jeder selber, wie es geht. Ne? Die Karotten habe ich übrigens in heißem Wasser kurz vorher 5 Minuten lang kochen lassen, also vorblanchiert. Dann haben wir Oliven in Ringe geschnitten und Kapern nur ganz leicht oder grob gehackt. Thunfisch, Tomatenwürfel, also Tomate filetiert und in Würfel geschnitten, grüne Paprika, Zwiebelwürfel und Tomatenmark und ein paar Kräuter und Gewürze, aber dazu kommen wir gleich. So, wir füllen alles hier in diese Schüssel. Dann nehmen wir dann diesmal auch die Waage wieder ganz streng her, gell? So, rauf damit. So, wir brauchen jetzt einmal die 100 Gramm Nudeln haben wir ja schon, jetzt brauchen wir 100 Gramm von dem Thunfisch. Das geben wir hier in die Schüssel gleich hinein, gell? 100 Gramm Thunfisch. So, ein bisschen zerpflücken. Schauen wir mal, da darf Räucheröl mit rüber. So. Gramm haben wir jetzt, gell? Passt. Also 140 Gramm Thunfisch. Das ändere ich im Rezept sofort ab, damit Sie das in der Videobeschreibung auch aktuell natürlich vorfinden. 140 Gramm Thunfisch, 100 Gramm Nudeln. Dann brauchen wir 60 Gramm Tomatenwürfel. Die habe ich schon abgewogen. Schauen wir mal, ob das auch stimmt, was ich hier sage. Ja. 61 Gramm, aber das lassen wir. Dann brauchen wir 60 Gramm grüne Paprikawürfel. Die habe ich nicht anblanchiert, die nehmen wir so wie sie sind, dass wir ein bisschen was Knackiges haben. Also 60 Gramm, das heißt, müssen wir da 120 Gramm stehen haben. Dann eh alle, gell? Das ist dann ungefähr eine halbe Paprika. Moment einmal. Ja. Dann können wir nämlich die Zwiebeln auch gleich mit dazu geben. Ebenfalls die gleiche Menge. Die geben wir auch gleich so mit dazu, wie es sind. Dann haben wir schon alles parat. So. Gut. So. Alles schon abgewogen. Dann 50 Gramm Olivenscheiben, die haben wir auch schon richtig abgewogen. Ebenfalls die Kapern, die gehackten, haben wir auch schon richtig abgewogen vorher. Dann brauchen Sie nicht ewig warten. Ich weiß, wie lästig lange Videos sind, gell? So, dann brauchen wir 20 Gramm Tomatenmark. Da stellen wir jetzt die Waage auf 0, dass wir 20 Gramm in etwa abschätzen. 20 Gramm Tomatenmark. Schon ein bisschen los. Genau.
So, da. Dann ein Teelöffel Xylit oder Erythritzucker. Dann brauchen wir einen halben Teelöffel Oregano. Oregano, halber Teelöffel. So. Dann ein halber Teelöffel Basilikum. Dann brauchen wir 60 Gramm Karottenwürfel. 60 Gramm Karottenwürfel, natürlich vorher anblanchiert. Karottenwürfel, dann ein halber Teelöffel Gemüsebrühpulver. Nur wenig, nicht zu viel. Dann brauchen wir ein Teelöffel Knoblauchgranulat. So. Und dann haben wir es schon. Jawohl, das war's. Das mischen wir jetzt durch. Schauen wir mal, ob uns das Öl von dem Thunfisch ausreicht. Wenn nicht, gehen wir noch eine Spur. Ich würde sagen, etwas Essig und Öl aus der Thunfischdose dazu. Ne? Aber aus der Thunfischdose, weil da haben wir ja jetzt das Öl gratis mit dabei. Ne? Man könnte aber statt Essig auch einen Spritzer Zitronensaft verwenden. Ich glaube, das ist eher für uns etwas geeigneter, oder? Weiß ich. Lustiger Italiener, Zitrone, das passt. Nehmen wir Zitrovin. Dann brauchen wir aber noch ein bisschen Öl. Dann nehmen wir noch vielleicht ein paar so Fetzen Thunfisch mit rüber. Schadet nie. Es ist wie gesagt eine Gastro-Konserve. Für einen normalen Haushalt eher zu groß, sage ich mal. Aber sie sind sehr gut damit bedient, wenn sie die normalen kleinen Thunfisch-Konserven kaufen. So, jetzt schaut der schon anders aus. Gut. Und so wie mit dem anderen Thunfischsalat lassen wir jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten ruhen. Dann rühren wir nochmal durch und dann schmecken wir erst ab. Bis gleich. Unser Thunfischsalat, lustiger Italiener, hat jetzt gut durchgezogen. Jetzt rühren wir nochmal durch. Also das Durchziehen, das ist schon wichtig, vor allem bei diesen Low Carb Keto Nudeln, weil die doch eine andere Saugfähigkeit haben. Da fehlt halt der Stärkemehl, das Eigengeschmack hat auch. Die Nudeln schmecken besser, wenn sie den Geschmack der anderen Zutaten aufgenommen haben. Schaut er so schon schön aus. Er ist ja eh farbenfroh. Das ist jetzt wieder eine Portion für zwei Personen. Gut, und dann testen wir mal. So, und da haben wir auch schon unseren Thunfischsalat zum lustigen Italiener. Italiano, ne? für die Low Carb und Keto Ernährung tauglich. Jetzt schauen wir mal, was da dahinter steckt. Ausschauen tut er ja super. Super. Mit Oliven. Tomaten, Paprika, alles was Italien so an Gemüse auch so zu bieten hat. Ne? Und natürlich mit unserem Benfit Low Carb und Keto Nudel. Super. Schmeckt ausgezeichnet. Sehr gut, wirklich. Wenn Sie mal was mit Thunfisch machen wollen, machen Sie einfach irgendeins meiner Thunfischsalatrezepte nach. Werden es bestimmt nicht bereuen, denke ich mal. Hoffe ich. auf jeden Fall ein mediterraner Genuss. Die Kräuter schmeckt man auch, obwohl es getrocknete Kräuter waren, haben wir durchziehen können. Daher ist das Durchziehen wichtig. Ne? So,
Das war's auch schon wieder. In dem Sinne möchte ich mich verabschieden. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.